Jo Leute, was geht? Den Wagen kennt ihr bereits. Ich kenne ihn auch sehr gut, nämlich 6 Jahre jetzt genau. Und die 100.000 Kilometer haben wir fast geknackt. Also es sind nicht genau 100.000, es sind 99.800 irgendwas. Aber ich habe euch versprochen, bei Instagram, bei 100.000 gibt es ein Langzeit-Review, ein richtiges Fazit. Vorab checkt Instagram ab, alles verlinkt. Abonniert, auch bei TikTok und auf dem Kanal, kostet nichts, Leute, und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand. Den ersten Tipp, den ich euch geben kann beim Kauf, AMG-Line mindestens, und dann habt ihr eigentlich schon die halbe Miete. Ich meine, dazu habe ich 1000 Videos gemacht, Leute. Checkt einfach den Kanal, wie ich die Front umgebaut habe. Hier Magnetkennzeichen und so eine Sache, ne? Also das ist alles schon oft thematisiert worden. Verlinke ich euch die Playlist dazu. Anderes Thema, was ein bisschen nervig ist, kommt mal rum. Das sind so Insider-Themen, nur C-Klasse-Fahrer werden verstehen. Wie kriegt man denn den Kofferraum hinten auf, ne? Riesenrätsel. Das ist kein Knopf, hier gibt's nichts. Irgendwie da, hier, da ist auch nichts. Nur über Schlüssel oder drinnen ist ein Knopf. Das war's. Das sind so die ersten Sachen. Ihr merkt, Leute, ihr bekommt hier richtige Insider-Infos über Alltagsthemen, die einen aufregen. In dem Video wird es nicht um Tuning gehen. Es wird sich nicht irgendwie um Autopflege handeln, sondern nur Fazit, Review, C-Klasse. Deswegen, falls jemand fragt, irgendwie, keine Ahnung, wo hast du Lenkrad, wo hast du dies, das machen lassen. Dazu, wie gesagt, einfach den Kanal abchecken. Ich habe wirklich zu allem ein Video gemacht. Zu allem, da sollte keine Frage offen stehen. Erstmal beim Einsteigen, das liebe ich an Mercedes, ist wirklich luxuriös. Ne? Hier, Gurtreicher, ne? Du musst dich nicht mal drehen, du kannst direkt anschnallen. Das muss man lassen, ist echt sehr, sehr schön gemacht. Und da gibt es auch keinen Punkt Abzug. Leute, ihr seht, verzeiht man die Pollen, aber 99.903 Kilometer hat der Wagen jetzt runter. Davon bin ich, würde ich mal sagen, 99,9% selber gefahren. Ich muss sagen, ich liebe das Interieur. Ich habe wirklich viele Autos schon von innen gesehen und an Mercedes kommt wenig ran. Äußerlich, ne? Guckt mal euch alles an, ne? Wir haben hier schön das Escheholz, würde ich auch jedem empfehlen. Aber beim genauen Hinsehen, zoom mal hier dran, sind da schon Wellen. Wenn ich richtig sehe, hier ist so eine Welle und da sind so kleine Risse, ne? Das ist alles so Thema Langlebigkeit. Man merkt halt, dass die Autos nicht für 10, 20, 30 Jahre gebaut worden sind, sondern manche sagen ganz ehrlich nur so eine Leasingperiode, 2-3 Jahre. Und das sehe ich manchmal wieder. Nicht bei allen Themen, aber manchmal schon. Wenn ich mir hier, hört gut hin, so oder keine Ahnung, so oder hier, ne? Ich fake das jetzt nicht. Das ist einfach, ich fasse irgendwo hin und es knarzt. Ich hoffe, das geht noch. Aber ich hoffe, ihr hört das. Ich meine, gut, jetzt werdet ihr euch fragen, welcher Idiot fasst in einem Alltag an sein Tacho. Aber das sind so kleine Qualitätssachen. Natürlich merkt ihr das dann, wenn ihr Autobahn fahrt und es ruckelt und wackelt und dies, das. Dann habt ihr ein bisschen mehr Geräuschkulisse. Ne? Das ist dann ein Punkt Abzug, Qualität. Aber Optik, das Auge ist mit, ist in meinen Augen erste Sahne. Also wirklich, obwohl ich hier und da ein bisschen wenig Ausstattung habe. Ne? Ihr seht, hier ist keine Memory-Sitzfunktion und so weiter. Klar, weiß ich alles, ist er trotzdem echt ein Hingucker, der Wagen von innen. Wenn ihr die richtige Ausstattung wählt, ne? Dachhimmel dunkel, Sitze so Alcantara, Teilleder, ne? Also alles wirklich, wirklich schön. Auch hier Ablagen, ne? Also da könnt ihr alles reintun, ist im Alltag super. Hier habt ihr so eine große Mittelkonsole, ne? Also man kann sich nicht beschweren, ehrlich gesagt. Außer das Thema hier. Ich bereue es wirklich sehr, beim Infotainment-System gespart zu haben. Zum einen, weil ich dieses kleine Furz-Tablet hier habe, was mir aber nicht so wichtig ist. Aber das Navi ist grauenvoll. Also Garmin Map Pilot oder Audio 20 oder wie auch immer die das mittlerweile nennen, Finger weg. Ich nutze es gar nicht mehr. Die Leute lachen mich aus, weil ich mein Handy mit Google Maps hier hinstelle oder Apple Karten oder keine Ahnung. Weil das System ist echt... Okay, komm, wir machen mal so. Ich suche jetzt mal... Ihr seht, ich habe gerade geklickt, ne? Das sind wirklich 10 Sekunden vergangen gefühlt. Das, komm, wir suchen mal, was weiß ich. Bleiben wir mal in der Nähe, ne? Stadt. F, eine Sekunde, zwei Sekunden. R, 1, 2. A, 21, 22. Ne? Also es dauert. Also ihr müsst doch wirklich mal 5 Minuten mehr Zeit einplanen, wenn ihr mit dem Navi irgendwo hin wollt. Frank, 21. Oh, das ging schnell. Gut, Frankfurt am Main. Irgendeine random Adresse, Leute, jetzt. Komm, wir sagen mal, wir gehen auf die... Was sagt ihr mir hier? Goethe. Komm, Goetheplatz. Schöne Adresse. Frankfurt Innenstadt. Hausnummer. Ist egal. Einfach nur Goetheplatz.
Suche läuft, ich will die Goethe Platz 2 und jetzt Präferenz kürzere Zeit, ja super, starten. 1, 2, 3, 4, ihr könnt mitzählen, Leute, das ist zu langsam. Ey, das ist ein 2016er Wagen, das Navi wird immer noch in dem Ding verbaut. Guckt mal, immer noch nicht. Navigationsbereit nach was? 15 Sekunden? Es laggt, die Karte sieht komisch aus, ne? Also vergesst das Navi, vergesst auch die Lautsprecher. Infotainment-System ist wirklich schwach. Wirklich schwach. Ich liebe Musik. Ich kenne die Harman Kardon aus dem CL. Ich kenne aus G-Klasse, aus S-Klassen. Ich kenne aus 7er BMWs die Anlagen. Habe ich alle schon mitgefahren, mitgehört. Aber das ist echt Grütze. Sorry. Infotainment-System spart er nicht. Punkt 1. C-Klasse hat da einen echten Defizit. Assistenzsysteme kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich jetzt nicht so vermisst. Außer Kameras hätte ich vielleicht ein paar mehr drin gehabt. Ansonsten würde ich sagen, wir drehen mal eine Runde. Eine Sache muss ich der C-Klasse aber echt gut sprechen. Das sind immer noch die ersten Bremsen vorne. Kein Spaß. Wenn ihr das Auto einigermaßen human im Straßenverkehr bewegt, beim 280 Coupé jedenfalls, AMG-Leinbremse, braucht ihr echt nach 100.000 Kilometer noch keinen Bremswechsel. Kein Scheiß, Leute. Weder Belege noch Scheibe sind gewechselt worden bisher. Hinten habe ich einmal die Belege vor so 3, 4, 5... Nee, vor 50.000 Kilometer habe ich die Belege hinten gewechselt. Die halten immer noch. Klar, das steht jetzt bald an. Die quietschen auch langsam, ne? Also das nicht. Aber Thema Unterhalt ist echt Bombe. Ich muss auch nie Öl nachfüllen. Also toi, toi, toi. Was das angeht, ist der Wagen wirklich pflegeleicht. So, Leute. Ich werde jetzt einfach mal beim Fahren, was mir einfällt, irgendwas, so, was vorgefallen ist die letzten Jahre, einfach mal drauf losquatschen. Thema Zuverlässigkeit, super. Auch der Motor, muss ich echt sagen, toi, toi, toi. Einmal ist die Motorkontrollleuchte angegangen. Das war aber einem Sensor geschuldet, das kennt ihr, das Phänomen. Das erste Jahr, wo ich den hatte, gab es wirklich viele Werkstattbesuche. Ich will nicht lügen. Sitzlehne beim Umklappen ist irgendwie rausgesprungen, es hat geklemmt. Stoßdämpfer haben gequietscht. Rückrufaktion, Lenksäule, irgendwie so eine Sachen. Also ich war ungelogen 5, 6, 7 Mal im ersten Jahr allein in der Werkstatt. Genau, Airbag-Rückrufaktion, da gab es alle möglichen Sachen. Bei einem modernen Auto ist es aber normal, Leute. Ihr werdet niemals ein Fahrzeug kriegen, was noch nie eine Werkstatt gesehen hat. Also, die Route vermeidet also auf A60. Das ist genau, was ich meine. Das dumme Navi hat jetzt erst verstanden, dass ich gegen die Route gefahren bin. Komm, scheiß drauf hier mit dem Ding. Ich benutze es nie, wie gesagt. Ich habe die Stimme seit 5 Jahren nicht gehört. Wo war ich denn jetzt? Genau, der Wagen ist nicht anfällig. Er ist super als Daily. Ich habe ihn auch als Daily seit all den Jahren. Wenn ich so überlege, wo sind die Defizite? Klar, Leistung. Fangt beim Motor, dazu habe ich auch ein ausführliches Video gemacht. Schaut mal hier, Thema Motoroptimierung, Software, Leistung, dies, das. Fangt euch oder holt nichts unter C200 Benziner. Tut mir den Gefallen. Weil der 180er ist schwach und ihr kriegt nichts aus dem raus. Der ist ziemlich träge. Und wenn euch das wichtig ist, dass ihr ein spritziges Fahrverhalten habt, sage ich mal, dann holt euch mal C200 aufwärts, weil da könnt ihr wenigstens noch was rausholen. Thema Verbrauch werden mich viele fragen. Super. Also auf der Autobahn schaffe ich 5,5 bis 6 Liter auf 100 Kilometer, trotz sportlicher Bereifung, dicken Reifen, großen Felgen, alles was zulässig ist fürs Auto halt. Und von daher denke ich auch top. Dann Optik ist sowieso erste Sahne, wie gesagt, da brauche ich euch nichts erzählen. Also es ist alles Ausstattungsfrage natürlich, ne? Also ich kann jetzt nur von mir und meinem Wagen sprechen. Für einen Listenpreis damals von um die 47.000 Euro. Ist das für viele sicherlich ein Fehlkauf, aber für mich nicht. Wie gesagt, zuverlässig, modern, neu, das waren alles meine Beweggründe und das ist der Wagen bis heute noch. Ich meine, der ist im Straßenverkehr, der sticht sogar immer noch raus. Das Design hat sich gut gehalten im Vergleich zum Vorgänger C-Coupé, was ja wirklich aussah, mittlerweile veraltet, kann man sagen. Ist das echt ein Hingucker, ein Mini-S-Coupé, dafür hat mein Herz immer geschlagen und ich bin immer noch zufrieden. Nichtsdestotrotz, Leute, mit einem Grund, dass ich dieses Video mache, ist natürlich, nach 6 Jahren und 100.000 Kilometer selbst gefahrenen Kilometern, wird es auch Zeit für was Neues, ganz ehrlich. Also, ich will jetzt nicht sagen, der steht zum Verkauf, aber ich bin langsam bereit, den abzugeben. Das heißt, wer so weit geguckt hat durch das Video, schreibt eine DM bei Instagram, wenn ihr Kaufinteresse habt. Ernsthaftes Kaufinteresse. Stand heute unter 35.000, gebe ich den nicht ab. Der ist nur von Hand gewaschen, nur Premium-Sprit getankt, nur warm-kalt gefahren.
alles mögliche Tuning. Also auch hier, Leute, ihr habt Concierge-Service, ihr habt SOS bei einem Notfall, ihr habt Werkstatt-Button, so eine Sachen, das ist halt Premium, das macht Spaß, das ist zuverlässig. Das möchte ich auch nicht missen. Deswegen sage ich, der Preis bei Mercedes ist zwar hoch, aber ihr kriegt auch was für euer Geld. Macht hier und da ein paar Kreuzchen mehr bei der Ausstattung. Spart da nicht am falschen Ende. Wenn ihr bei der Ausstattung gut kauft, ist die C-Klasse W205 ein Traumauto, wirklich. Wenn ihr einen dicken Motor habt, braucht ihr eigentlich kein anderes Auto. Dann habt ihr genau die Balance zwischen Fahrspaß und Alltagstauglichkeit, die jeder eigentlich sucht. Ich bin kein Fan von E-Klasse. Natürlich lieben wir alle eine S-Klasse, aber die, ne, kostet auch dementsprechend. Deswegen klare Kaufempfehlung, C-Klasse, wenn ihr diese Punkte beachtet. Bei dem Holz hier, ne, oder bei der Mittelkonsole, auf keinen Fall Pianolack nehmen. Tut es nicht. Tut mir den Gefallen, tut euch den Gefallen. Nehmt nicht das Pianolack. Es sieht aus wie Hölle. Nach zwei, drei, nach angucken, zerkratzt es schon. Deswegen Holz habe ich hier. Nehmt euch hier so Schnickschnack, die leuchtende Analoguhr. Das ist sehr cool bei Nacht. Ansonsten Ambientlicht, geile Anlage. Wenn ihr Motorempfehlung wollt für C-Klasse, C400 bei Nicht-AMGs. Der hat richtig Saft, der hat richtig Power. Ist ein Sechszylinder, also auch noch für den Alltag gut. Und ich glaube, vom Preis sind die mittlerweile ganz gut gependelt. Früher waren die extrem teuer, deswegen wurde es bei mir auch ein Vierzylinder. Facelift oder Vor-Facelift? Von außen würde ich sagen, Facelift ist geil. Ansonsten, Leute, ihr müsst nicht unbedingt einen Facelift holen. Ich habe ja mal sogar ein C-Cabrio-Review gemacht, das könnt ihr hier oben sehen. C-Cabrio ist auch nochmal eine Liga für sich. Sehr geiles Feeling, vor allem im Sommer. Das, dann ist einfach nur Geschmackssache. Aber worauf ich nicht verzichten würde, ist AMG-Line, gute Ausstattung. Alles über C200. Und ja, fahren wir mal hier drauf, weil hier sieht es ganz gut aus. Guckt euch mal den Parkplatz an hier, sehr schön. Dann machen wir mal die Outro hier. Es gibt gar nicht mehr so viel für mich zu dem Wagen zu sagen. Ich habe wirklich zu jedem Thema ein Video gemacht. Und ich fände auch, jetzt ist so langsam der Punkt, wo es wirklich nicht mehr so wehtun würde, den Wagen abzugeben. Liebe Grüße an der Stelle an die Mercedes-Gruppe, Facebook, Instagram, ne, ihr seid alle dabei, freut mich immer wieder, was zu lesen. Klare Kaufempfehlung nach wie vor von mir, 2022 kann man sich immer noch dieses C-Coupé holen. Achtet auf den Motor, achtet auf die Ausstattung und dann habt ihr wirklich noch locker 3, 4, 5, 6 Jahre Spaß selber an dem Auto. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ich hoffe, das Video war unterhaltsam wie immer. Der Gutreicher verabschiedet sich schon in diesem Sinne. Lasst ein Abo auf dem Kanal da. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.